Hallo, wir sind heute bei Auto AG in der Zentralschweiz und wir schauen uns heute zusammen das Genset an. Willkommen hier bei der Auto AG Gruppe in der Zentralschweiz in Luzern. Mein Name ist Marco Villiger. Ich bin in der Geschäftsleitung der Auto AG Gruppe und bin zuständig für den Bereich Unternehmensentwicklung, Innovationsmanagement und Digitalisierung. Und ich möchte euch gerne etwas aus unserem Innovationsmanagement zeigen, und zwar den neu entwickelten H2 Genset. Folgt mir doch! Die Funktionsweise des H2 Gensets kann ich dir ganz einfach an diesem Modell erklären. Der H2 Genset ist ein Stromgenerator, welcher mit Wasserstoff betrieben wird. Wir haben hier die Wasserstofftanks. Und der Wasserstoff geht dann hier zu diesem Brennstoffzeller. Und darin wird durch Zufuhr von Sauerstoff wieder Strom erzeugt. Und das ist eigentlich die ganze Funktionsweise des H2 Genset. Der Vorteil einer solchen Lösung, wie wir sie hier haben, wir haben hier alles kompakt auf einem Anhänger, welcher du an deinem Auto mitnehmen kannst. Wir haben den Vorrat an Energie plus die Brennstoffzellen, den kannst du, wie wir hier sehen, auf einer Baustelle benutzen. Bei Events kannst du den benutzen oder eben auch technische Hilfswerke, Blaulichtorganisationen. Wir können dieses Gerät mobil mitnehmen, hinstellen und der Strom ist verfügbar. Das Modell, das wir jetzt haben, wir sind ja jetzt im Prototypenstadium, wir sind jetzt außen und machen Tests. Den gibt es mit 4 Tanks, dann reicht es 36 Stunden oder dann mit 7 Tanks, dann können wir 72 Stunden lang den Betrieb auf der Baustelle garantieren. Sei dies für Werkzeuge, Maschinen, also die Dampfer und Packer, was es heute elektrisch alles gibt, oder dann hat auch die ganzen Installationsplätze, die Container, wo wir damit betreiben können. In der Schweiz verwenden wir grünen Wasserstoff, der wird von wieder erneuerbaren Energien wie Wasser oder PV-Anlagen erzeugt. Und diesen benutzen wir gegenüber Diesel bei den herkömmlichen Generatoren. Die meisten Baustellen haben ja Dieselgeneratoren im Einsatz, welche den ganzen Tag laufen und 30, 40 Liter Diesel benötigen. Hier haben wir den Wasserstoff, der ist ruhig im Betrieb, man hat keine Lärmemissionen und die CO2-Emissionen haben wir auch mit diesem ganzen Gestank quasi, während des ganzen Tages haben wir nicht. Und das ist natürlich vor allem auch bei Baustellen in der Altstadt ist das sehr vorteilhaft, oder wenn wir eben auch bei Events sind, wo wir Partys oder Stände betreiben damit, muss man natürlich den Dieselgenerator, welcher Krach macht, einige hundert Meter weiter abstellen und hier können wir den direkt am Geschehen benutzen. Die Einsatzzeit eines solchen Generators beträgt je nach eingebauten Wasserstofftanks zwischen 36 Stunden und 72 Stunden bei Dauerlast von 10 Kilowatt. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber auch batteriebetriebenen Notstromaggregaten, welche dann wieder über eine längere Zeit betankt werden müssen. Dieser Genset wurde in Rekordzeit entwickelt und ist eigentlich heute, wie er da steht, in dieser Mobilität einmalig. Wir haben vor 14 Monaten begonnen mit unseren zwei Partnerfirmen, SFC aus Deutschland und Hessfuch aus Österreich, diesen Genset zu entwickeln und 12 Monate später ist er hier einsatzbereit. Und man kann ihn jetzt ab Januar, steht er da zur Vermietung. Der Preis für die Anfassung ist noch ein bisschen hoch, da es sich um eine Prototypenserie handelt, aber vermietbar ist er ab Januar. So kann der Kunde auch merken, ach, es funktioniert in meinem Einsatzbereich, wir können damit Erfahrungen sammeln und so haben wir jetzt ein größeres Los als in unserem Mietpark aufgenommen. Ja, und damit, mit dieser Entwicklung, haben wir einen Weltrekord aufgestellt. Es gibt keinen anderen wasserstoffbetriebenen Generator in dieser Mobilität, wo man den Energiespeicher und den Strom bei sich hat. Hier sehen wir nun unsere Photovoltaikanlage.
auf all diesen Gebäuden produzieren wir pro Jahr über 950.000 Kilowattstunden Elektrizität, welche wir dann zum Teil zu Wasserstoff verarbeiten, um eben die Gensets zu betreiben oder auch die wasserstoffbetriebenen LKWs. Und somit können wir das gesamte Ökosystem des Wasserstoffs unterstützen. Wir als Auto AG und ich im Speziellen auch freue mich, dass wir mit diesen Installationen, aber auch mit der Neuentwicklung einen Beitrag leisten können zur klimaneutralen Zukunft.